willkommen zu einer weiteren Folge mit Utopia. Es geht wie immer eigentlich los mit dem, dass wir einen Brief bekommen haben. Von Roman. Oh mein Gott. Liebe Jessie, ein Brief vom Briefträger. Na, wo gibt's denn sowas? Hier offenbar. 3 Ausflugstickets. Nice. So. Dann starten wir mal gleich los. Wir müssen dieses mir übrigens 4 leveln. Was würdest du haben? Kann ich mir das umfärben? Werte nutzen sehr schön, ihr seid nicht. Ich wünschte, ich hätte andere Flügel. So, let's go. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind vom letzten Mal, wenn ich ehrlich sein sollte. Ich glaube beim Leveln, aber endlich sind wir mal mit diesem Turm hier fertig. Generell komplett durch, dort auch. Sag mal, Kai hat doch einmal gespielt gehabt und er hat sich gar nicht die Truhe geholt, ey. Shame on him. Also, oben und Yuki. Marsch. Es gibt mir immer wieder ein bisschen. Los geht's schon wieder, Alter. Oi. Ich dachte irgendwie, es ist auch mehr unten. Also, aber man kann es auch so sehen, dass man sich mit den Shit hier auch gar nicht merken muss. Ich habe kein Knoblauch gegessen. Heute nicht. Ich mag zwar Knoblauch im Real Life sehr gerne, aber. Gibt's hier das lecker aus dem Kühlschrank? Ja. Dass ich die Waffen von der Wissenschaftlerin liebe. Sogar Gänzlöser und sowas finde ich echt auch relativ cool. Waldblüße geil. Okay, die wurde anscheinend schon geöffnet. Jetzt bin ich verwirrt, aber das finde ich schön. Oh, vielleicht sollen wir mit Jesus reden. Bringen wir dich mal nach da, genau. Irgendwie erinnert mich Jesus mehr an Keanu Reeves, es tut mir leid, es zu sagen. let's go. Ja, alle mal auf den Namen. Ich frag mich, ob, wenn die Charaktere vollgefressen sind,
ob die dann überhaupt HP-Bananen und sowas zu sich nehmen. So früh schon ein Kampf. Oh, da kriegt man wenigstens komische Pilz von wieder. Beim Glück teilt sich der Weg wieder oben nochmal. Ich sehe mal hier. Okay, dieses Mal süß aussieht nicht. Hoffe ich. Mir braucht definitiv mehr Nahkampfschaden zum Kram. Ich will ja dieselben mehr. Okay, gut, ich dachte, ich greife kann auch nicht bis gelangt werden. Chernobyl Juice Roll. Ich krieg das kurz im echten Leben, ne? Die ganze Zeit, ich sitze hier und nehme jetzt auf, die ganze Zeit habe ich überall Mückenstiche am Körper. Ey, die Mückensaison dieses Jahr ist echt total schlimm, da kommt mir das irgendwie nur so vor. Meine Güte, alles juckt. Die macht das Horst. Denkbarkeit der Geretteten hat eine neue Kraft in die geweckt. Wahrlich, du bringst die Hoffnung zurück nach Utopia. Nun widme dich wieder dem Besiegen schrecklicher Monster. Demnächst muss du jetzt nur 550 Leute gerettet hast. Also dann, hau rein. Nein, ich... Oh.
also danke, ich kann aber abbrechen. Gebutterfingert. Was hättest du lieber? Eins davon war für mich gedacht. Freunde. Eine Ketchupflasche, what the fuck? Nee, du behältst schön Reagenzglas. Die Hand backt auch ein bisschen raus, sich gerade lazy programmiert. Gucken, vielleicht können wir die Wolfpfoten auch in der Spilo gewinnen. Nee, in der kleinen Lederrobe. Wahrscheinlich. Normalerweise macht es nichts mehr. Tausend. Ja, let's go. Das würde ich haben. So. Jesus. Nö. Haben wir quasi alles, was wir wollten. Gibt es neue Ausflugsziele? Pferdeausflug, wir hatten noch nicht so viel Bindung mit. Mal gucken. Ein Ausflug mit Plätzchen. Du riechst Plätzchen. Was haben wir denn da? Ymir erhält eine HP-Banane. Du hast keinen Platz und die Uhr ist kaputt. Danke. Flüchtige Bekannte. Beide Angriffe. So viel Feldschokolade. Oh, let's go erstmal. Flagge, Flagge, Flagge. Wie ist denn? Hallo Jesse, ich habe wichtige Nachrichten. Ich bin ernst von der Schlosswache. Beschreitet gleich. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Also Vorsicht. Ja, okay. Gut, dann hatten wir das alles schon mal. Okay, gut, so eine Weggabelung machen wir das auch gleich durch. Ich hoffe gerne alles vollständig. Es tut mir leid, dass diese Folge nicht so viel passiert. Und leveln können wir dann auch gleich ein bisschen. Das hat eigentlich nur Vorteile.
Oh, das ist das mit den Greifen, die mich so weggeflankt haben. Für die kleine Greifen. Dreimal angreifen kann, meine Güte. Muss schon wieder, ja. Yeah. Auch reichlich verdient die Truhe. Fabulöser Kittel. Nur die Werte benutzen, bitte. Ich will, dass du deine Eckmann-Kleidung behältst. Ja, wir wollen weiter. Ich habe hier gerade fast genug für heute geklickt, weil ich im Dusel bin. Was willst du für einen Clan auch hier nehmen? Der Angriff ist immer gut. Yes, yes. So, füttern. Angriff und Tempo. Da. Das ist schön. So. Vielleicht hier. Oh oh. Naja. Was ist mit den Waldmüssen? MP und Abwehr. Wäre eigentlich auch was für dich. Das geht die Chance zu mögen. Mit dem Super-Eisbecher? Oh oh. Schon so viel gegessen. So, aber das Farmen in Anführungsstrich machen wir in der nächsten Folge. Zum Schluss machen wir noch mal einen Ausflug in den botanischen Garten. Ja, ihr habt beide noch nicht so viel Freundschaft. Ich lasse mal jetzt die beiden gehen.
Die habe ich sogar schon mal in den botanischen Garten geschickt. Das tut mir leid. Sieh mal, ein Schmetterling. Er sagt eine ganze Menge Nektar aus dem Blumen. Ich glaube, Nektar für süße. Er kriegt mir gleich Lust auf was Süßes. Was kannst du lachen? Komm, wir holen uns jetzt sofort was zum Naschen, geht's den beiden gut. Polterhonig. Geil. Aber na dann. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.